Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem MBLK Regional TV. Ja, wundern Sie sich nicht, von wo aus ich Sie heute hier begrüße. Wir haben mal einen kurzen Abstecher gemacht zur Ostsee. Ich befinde mich gerade hier am Strand von Nienhagen. Ein Kurzurlaub sozusagen. 3 Tage. Muss auch mal sein. In unserem ersten Beitrag, aber da gehen wir wieder zurück in unseren Burgenlandkreis. Ja, geschichtsträchtige Ausgrabungen haben so manches zutage gebracht. Das Ganze im Grunautal und selbst das Römische Reich hat hier regen Handel getrieben. Eine über 2000 Jahre alte Siedlung wurde bei Ausgrabungen im Tagebau Profen entdeckt. Die ersten Ergebnisse der Grabungen wurden Ende August der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei traten sehr interessante Aspekte zutage. Der Blick in die Vergangenheit legte dar, dass hier im Tagebauvorfeld Domsen bereits 5500 Jahre vor Christi die Linienbandkeramiker ansässig waren. Diese Menschen waren die Pioniere der Landwirtschaft. Sie legten Gärten und Äcker rund um ihre Siedlungen an. Besonders auf Lösboden, wie hier nahe des Baches Grunau. Wir stehen hier, zunächst sieht es aus wie ganz normaler Lösboden, aber wenn wir schauen, sehen wir dunkle Verfärbungen vor uns, neben uns. Und das sind Bodeneingriffe, die wirklich schon viele Jahre Geschichte hinter sich haben. Das Älteste, was wir haben, was wir im Hintergrund haben, über 400 Meter Länge ein Graben, noch 50 Zentimeter tief erhalten. Auf 400 Meter Länge haben wir ihn schon erfasst. Und das ist nicht ein Befestigungsgraben aus der Zeit der sogenannten Linienbandkeramiker, 5000 vor Christus, also 7000 Jahre zurück, sondern diese Gräben dienten zur Trockenhaltung des Geländes. Denn wir sind in unmittelbarer Nähe des kleinen Baches Grunau und hier muss es fürchterlich feucht gewesen sein. Und die damaligen Menschen wollten unbedingt hier ihre Äcker oder Gärten anlegen und mussten eben den sumpfigen Untergrund trockenlegen und haben dafür diese Gräben errichtet. Beeindruckend dabei, sogar Teile von Holzpfählen sind noch nachweisbar und in Teilen auch noch erhalten. Eine besondere Bedeutung werden daher die Entdeckungen dieser archäologischen Kultur im Feld Domsen zugeschrieben. Verschiedene erfasste Grabungsstrukturen gelten als Spuren für die Nutzung des Auenbodens im Tal der Grunau. Und erstmalig wird mit diesem archäologischen Nachweis die bewusste Entwässerung als Bodenverbesserung nachgewiesen. Doch auch nach den Linienbandkeramikern geriet das Gebiet um die Grunau nicht in Vergessenheit. Denn wir sind inmitten einer Siedlung, deren Gründung etwa 500 vor Christus gelegen haben könnte, die aber auch noch das 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus angedauert hat. Und diese Siedlung war keine 0815-Siedlung gewesen. Wir haben Hausgrundrisse wie Grubenhäuser, wir haben Brunnen. All das ist noch nicht unbedingt ungewöhnlich. Aber wir haben Dinge, die hier verloren gegangen sind, die schon auf einen kleinen Reichtum und eine Einbindung in die große Ökumene da liegen. Und zwar handelt es sich um Münzen. Wir haben die erste vor Christi Geburt, aber dann auch zwei aus der sogenannten römischen Kaiserzeit. Und die zeigen, wie hier das Feld Domsen damals schon in die große Welt eingebunden war. Ganz wenig Keramik war in dieser Grube ganz unten, wo schon keine Knochen mehr war dieses kleine Gefäß hier. Dann diese Keramik ist wichtig, das ist eine relativ feine Keramik. Das benutzen wir, um das ganze Objekt zu datieren. Das heißt also späte Eisenzeit, frühe römische Kaiserzeit. Das wäre also 50 vor plus bis 50 nach Christus, irgendwo in dieser Preislage. Zu dieser besagten Zeit regierte in Rom Vespasian. Durch den Fund von Fibeln, also bronzenen Gewandschließen, konnte die Zeit weiter eingegrenzt werden. Untermauert werden die Annahmen der Archäologen durch römische Münzen. Die älteste gefundene Münze wird auf 83 vor Christus datiert. Die hat der Prätor Quintus Antonius Balbus geprägt. Damals haben ja auch die Prätoren ihre Münzbilder bestimmt und ihren Namen draufgesetzt. Das waren Beamte, höhere Beamte, hohe Beamte sogar, die für die Münzen zuständig waren. Antonius, das heißt, das ist der Gensname, also der Verwandtschaftsname. Die Römer nennen sich ja immer nach der Gens, nach dem Geschlecht. Und ein ganz wichtiger Vertreter der Gens Antonia war der Marcus Antonius.
der gegen Cäsar gekämpft hat, erst befreundet war mit ihm und dann nach seinem Tod die Leichenrede gehalten hat und dann im Bürgerkrieg gekämpft hat mit Augustus dann. Der war aus dieser Gens. Bei solchen geschichtsträchtigen Verbindungen ist wohl jeder Archäologe begeistert und in seinen Bemühungen bestärkt, weitere Zeitzeugen zu finden. Doch die Zeit ist kurz und die Fläche groß. Bereits seit Jahren arbeiten das Landesamt für Denkmalpflege und die MIPRAG zusammen. Es wird also wie in den anderen Feldern sein. Auf der einen Seite wird schon die Kohle gewonnen und weiter vorne im Vorfeld sind die Archäologen zugange. Bei größeren Funden helfen wir bei der Bergung. Wir haben auch ein eigenes Grabungsteam, das wir dann zur Verfügung stellen. Und insofern stört uns nicht, wenn die Archäologen im Vorfeld nach Schätzen graben, die über der Kohle liegen. Was vermuten Sie? Kann man überhaupt vermuten, was Sie hier noch finden werden? Wir können natürlich träumen, wir können aber auch ein bisschen der Realität ins Auge schauen. Wir wissen, dass an den Hängen der Elster die Menschen, die jungpaläolithischen Menschen, das waren Jäger und Sammler, die nomadisch zogen, dass diese damals schon 20.000 bis 10.000 vor Christus hier waren, das Gelände nutzten. Und wir haben hier schon einen großen Reichtum. Wir haben in den letzten Jahren um 4.000 vor Christus zahlreiche Gruben und Siedlungen aufgedeckt. Und es zeigt schon, dass man hier immer und immer wieder gesiedelt hat. Und ich glaube, ich kann Ihnen heute versichern, dass wir durch alle Zeiten durch Hinterlassenschaften finden werden, ob das Siedlungen sind, ob das Gräberfelder sind oder ob das gar Nutzungsflächen sind, also sogenannte Offsite-Befunde von der Landwirtschaft wie die Meliorationsgräben. Und dann ist natürlich auch noch zu erwarten, dass das Schlachtfeld von Hohenmölsen auch noch sich im archäologischen Horizont niederschlagen wird. Damit werden die Hoffnungen von Bürgermeister Andy Haug bestärkt, dass man archäologische Nachweise findet für den endgültigen Beweis, dass die Schlacht bei Hohenmölsen genau hier stattgefunden hat. Wir vermuten, im sumpfigen Grunde des Grunerbaches ist Rudolf von Schwaben abgesessen und zum Schlachtfeld gelaufen. Das ist dann weiter in Richtung ehemals Bösau und dort gibt es dann auch Grabungen und da werden wir natürlich den allerletzten Beweis auch finden. Bei so viel Enthusiasmus kann man nur die Daumen drücken. Und jetzt kommen wir zu unseren Kurzmeldungen. Ja, und da blicken wir nochmal zurück nach Rio. Corinna Drummer, allen bekannt, vor allen Dingen in der Zeitzer Gegend, die war in Rio und hat den Sportlern sozusagen über die Schulter geschaut. Jetzt hat sie ihre Ergebnisse, ihre Fotos, ihre Aufnahmen in einer Ausstellung zusammengestellt. Und wir waren natürlich vor Ort. Die Fotoschule von Corinna Trummer hat eine neue Adresse im Verwaltungsgebäude des Chemiepark Zeitz in Tröglitz. Als Einstand wurde im Eingangsbereich am 21. September eine Fotoausstellung eröffnet. Mit Fotos der Olympischen Spiele in Rio. Ich war 2012 schon mal in London gewesen zur Olympiade und hatte mir das große Ziel gesetzt, auch 2016 jetzt nach Rio zu fliegen. Hab das über meine Fotoschule gemacht, hatte einen Teilnehmer mit dabei gehabt und unglaublich war diese Atmosphäre, dieses Feeling, diese Wettkämpfe, diese Leute, dieses wunderschöne Erlebnis, einfach dabei sein zu dürfen. Bei der Eröffnung der Fotoausstellung dabei war neben lokaler Politprominenz auch musikalische Unterhaltung. Fotomäßig besonders war für mich eigentlich dieses Normale in dem Unnormalen. Dann doch viele, viele schöne normale Momente erleben zu dürfen und natürlich bei den Sportwettkämpfen hautnah dabei sein zu können. Ein ganz besonderes Motiv hatte Corinna Trummer auch einfangen können. Und zwar war ich beim Beachvolleyball gewesen an einem Nachmittag in einer Viertelfinalrunde und an der Seite stand ein Künstler, der mit Öl gemalt hat. Und das hat mich total fasziniert, wie er in diesem Trubel, in diesem Meer von Gefühlen da in Ruhe da sein Bild da getupft hat. Das war faszinierend. Doch das war nicht der einzige bleibende Eindruck von Rio. Die Stadt war ja bunt, also unglaublich bunt, unglaublich, also die Leute unglaublich freundlich und nett. Ich hatte keinerlei Bedenken in irgendeiner Hinsicht. Es war fantastisch, so überwältigend. Die Ausstellung wird nach 8 Wochen im Chemiepark zu sehen sein. Danach ist diese als Wanderausstellung unterwegs. Der nächste Punkt wird Zeit sein, ein Hotel. Und es ist ja eine zweigeteilte Ausstellung. Zum einen dieses Rio und zum anderen auch dieses Thema Glücksmomente. Und die Glücksmomente ist ja in Verbindung mit dieser Glückstour, mit diesen Schornsteinfegern. Und das wird eine Wanderausstellung in ganz Deutschland werden.
Gezapft ist, heißt es am Wochenende zum Weißenfelser Oktoberfest. Auch in diesem Jahr gibt es wieder bayerisches Flair in der Saalestadt. Am 1. Oktober startet die Riesengaudi auf dem Marktplatz. In dem 40 x 20 Meter großen Festzelt finden 552 Gäste Platz und Robby Risch eröffnet mit dem Fassbieranstich das Fest. An dem Abend gibt es alles, was zu einem zünftigen Oktoberfest dazugehört. Und wir verlosen dazu 3x2 Freikarten. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel@blkregional.tv und teilen Sie uns mit, was Sie mit dem Oktoberfest verbindet. Nicht vergessen, Ihren Namen und die Adresse. Viel Glück beim Mitmachen! Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Seit über 150 Jahren wird in Freiburg deutsche Sektgeschichte geschrieben. Eine faszinierende Tradition, die Sie jeden Tag persönlich erleben können. Unser Sektshop ist für Sie geöffnet. Entdecken, staunen, probieren. Willkommen in der Rotkäppchen Sektkellerei. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Was Sie bei uns im Burgenlandkreis am kommenden Wochenende erleben können, wir haben wieder ein paar Termine für Sie herausgesucht. Die ganze Welt in kleinen Steinen macht Halt im Einkaufszentrum Schöne Aussicht. Ein Leckerbissen für kleine und große Freunde des Noppensteins. Vom 29. September bis zum 14. Oktober sind unter anderem spektakuläre Großprojekte zu bestaunen. Dazu zählen Nachbauten weltberühmter Architektur wie das Burj Al Arab in Dubai oder die Freiheitsstatue in New York. Auch viele weitere Exponate und Landschaften beeindrucken durch liebevoll ausgearbeitete Details und besondere Ideen. Die Ausstellung regt zum kreativen Spielen und Konstruieren an. Damit wendet sie sich besonders an Familien mit spielbegeisterten Kindern. Für die Kleinsten unter ihnen gibt es eine großzügige Spielecke mit Duplo-Steinen, in der Nachwuchskonstrukteure ungezwungen üben können. Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählt das Modell des Burj Al Arab, eines der luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt. Im Original 321 Meter hoch vermittelt der detailgetreue Nachbau aus ca. 25.000 Legosteinen die unverwechselbare segelförmige Kubatur des Wahrzeichens der Stadt Dubai. Das Modell besticht durch viele Details, die nur mit Hilfe der Originalarchitekturpläne nachgebaut werden konnten. Nehmen Sie doch mal teil am Samstag, den 1. Oktober, bei einem Workshop im klostereigenen Weinberg des Kloster Memleben.
informieren Sie sich bei den fachkundigen Weinbauern über die Besonderheiten einer Weinlese und erholen Sie sich von der Arbeit bei kleinen Pausen und genießen Sie den Ausblick in das Unstruttal. Zur Weinlese haben Sie die Möglichkeit, Wein zu lesen oder ganz klassisch die Bütte zu tragen. Beginn ist um 9 Uhr. Treffpunkt Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben. Der Seniorenbeirat Burgenlandkreis führt am Samstag, den 1. Oktober, seinen 4. Seniorentag durch, der im Übrigen unter der Schirmherrschaft des Landrates Götz Ulrich steht. Eine Veranstaltung für jedermann. Das Ganze steht unter dem Thema Heute Rege, morgen Pflege. Es erwarten Sie in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Objekt des Betreuungszentrums der Stiftung Seniorenhilfe in Zeitz in der Geschwister-Scholl-Straße neben einem kleinen kulturellen Programm und verschiedenen Ständen 4 interessante Impulsreferate. Zudem ist es gleichzeitig eine Würdigung der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen im Dienste für ältere Menschen begeht. Die Elsterstadt Zeitz lädt am Sonntag zum Herbstmarkt, zum Erntedanksonntag und einem Kinder-Gaudi-Oktoberfest in den Schlosspark ein. In bewährter Tradition erwartet sie ein herbstliches Markttreiben mit Weinhändlern und Winzern aus der Region, kulinarischen Genüssen sowie Erzeugnissen aus Gärtnerei, Landwirtschaft und Handwerk. Obendrein gibt es Musik und ein tolles Kinderprogramm. Beginn ist um 10 Uhr und um 22 Uhr schließen sich dann wieder die Tore. Hohenmölzen lädt am Montag, den 3. Oktober, zum 23. Kinderstadt- und Vereinsfest ganz herzlich ein. Zahlreiche Vereine und Zirkel präsentieren sich wieder im und um das Bürgerhaus. Auf sie warten viele Aktivitäten und sorgen für viel Unterhaltung und Kurzweil. So zum Beispiel die Eröffnung durch den Bürgermeister der Stadt Hohenmölzen, den traditionellen Taubenauflass, viele Informations-, Verkaufs- und Bastelstände und das mittelalterliche Lager des Drei Türme e.V. Los geht's um 10 Uhr. Am Sonntag, den 2. Oktober, ist das Glenn Miller Orchestra im Lichthof der Rotkäppchen Sektkellerei in Freiburg zu Gast. Ob mit der Posaune oder der Klarinette, Glenn Miller wagte sich als Bandleader an diverse Arrangements, komponierte seine Stücke allerdings nie selbst. Sogar eine seiner bekanntesten Stücke, In the Mood, wurde von Joe Garland komponiert. In ihrem neuen Programm The History of Big Bands zollt das Ensemble den großen Bandleadern der Swing- und Big Band-Ära Tribut. Im Vordergrund steht natürlich trotzdem die Musik von Glenn Miller. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zapft-Is heißt es am Wochenende zum Weißenfelser Oktoberfest. Auch in diesem Jahr gibt es wieder bayerisches Flair in der Saalestadt. Am 1. Oktober startet die Riesengaudi auf dem Marktplatz. In dem 40 x 20 Meter großen Festzelt finden 552 Gäste Platz und Robby Risch eröffnet mit dem Fassbieranstich das Fest. An dem Abend gibt es alles, was zu einem zünftigen Oktoberfest dazugehört. Und wir verlosen dazu 3x2 Freikarten. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel@blkregional.tv und teilen Sie uns mit, was Sie mit dem Oktoberfest verbindet. Nicht vergessen, Ihren Namen und die Adresse. Viel Glück beim Mitmachen! Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theißen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theißen, Weißenfelser Straße 6 in Theißen. Seit über 30 Jahren steht Pramel nun schon für Qualität und Zuverlässigkeit. Sei es nun im Bereich Bad, bei der die Barrierefreiheit eine immer größere Rolle spielt, oder in Sachen Heizung, Klimatechnik und Solar, bei denen Energieeffizienz und Klimaschutz wichtige Faktoren sind. So sind für jeden Komplex Fördermittel zur Unterstützung möglich.
Durch eine kompetente Beratung vor Ort finden Sie genau das, was Sie suchen und zu Ihnen passt. Vertrauen auch Sie auf einen Meisterbetrieb mit Erfahrung. Sprechen Sie mit uns. Firma Pramel im Gewerbegebiet Schönburg am Hohenstein 8 in Naumburg. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Und jetzt wird's wieder sportlich. Und dabei kommen unsere Handballfans wieder voll auf ihre Kosten. Hier unser Magazin 7 Meter. So schnell geht es, eine Woche ist vorbei und das heißt, es ist wieder Zeit für 7 Meter. Hallo zu unserem Handballmagazin. Spieltag 4 der DKB-Handball-Bundesliga liegt hinter uns und er hatte es in sich. Von deutlichen Siegen bis hin zu ganz knappen Kisten war alles dabei und der komplette Spieltag in der Übersicht, den gibt's jetzt für euch. Hannover, genau wie die HSG Wetzlar mit bereits 2 Saisonsiegen, startete besser in die Partie. Torge Johansens Gegenstoßtreffer markierte das 4:2 für die Recken. 8 Minuten waren da gespielt. Die Partie verlief offen. Nach 21 Minuten Wetzlar am Zug. Stefan Kneer tankte sich durch und traf zur 8:9 Führung für seine Mannschaft. Zur Halbzeit stand es 11:11 unentschieden. So ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Mehrere Führungstreffer auf beiden Seiten, aber keiner zog davon. Beim Stand von 22:22 begann mit dieser 7-Meter-Parade von Martin Ziemer ein Lauf der Hannoveraner. 2 Minuten später brachte Heffner die Recken mit 2 Treffern in Front und legte mit seinem letzten Tor noch einen drauf. Die TSV Hannover-Burgdorf mit dem kühleren Kopf in der Schlussphase. 26:23 der Endstand. Ich finde, wir haben eigentlich das ganze Spiel gut gekämpft. Wir haben viele einfache Tore gemacht. Wir haben auch viel verworfen. Nico Weber hat überragend gespielt. Die Probleme lagen nicht an Angriff, um Chancen oder so hinzubekommen. Das war einfach schlechte Würfe. Am Ende haben wir dann die reingemacht und dann sieht ein bisschen einfacher aus, als es war. Ne? Im Topspiel der Rhein-Neckar-Löwen und der SG Flensburg-Handewitt hatte der deutsche Meister das Nachsehen. 17:21 schlug die SG die Löwen. Bester Mann, Torhüter Matthias Andersson. Die MT Melsungen fuhr ihre ersten Saisonpunkte gegen den VfL Gummersbach ein. Ein 32:28 Sieg gab es in eigener Halle. Der Bergische HC ist nach dem 4. Spieltag der einzige Verein, der weiter ohne Punktgewinn bleibt. Ein deutliches 20:31 musste der BHC gegen die Füchse Berlin einstecken. Aufsteiger Erlangen sammelte gegen den TVB Stuttgart die Saisonpunkte 3 und 4. Vor den heimischen Fans gelang den Franken ein 30:26 Sieg. In Coburg sahen mehr als 2.500 Zuschauer eine torreiche Partie, aus der die Gäste aus Leipzig als Sieger hervorgingen. 31:33 für den SC DRFK. Außerdem holte der SC Magdeburg gegen den TBV Lemgo mit einem 32:21 den ersten Saisonsieg. Und die Partie von Balingen und Minden endete ohne Sieger, 23:23 unentschieden. Am Mittwoch standen 3 Partien an. Im Nachholspiel des 3. Spieltags gewann Frischauf Göppingen das Derby gegen die HBW Balingen-Wallstätten mit 29:26. Zum Auftakt von Spieltag 5 war der THW Kiel auswärts siegreich beim Aufsteiger Minden mit 23:34. Bester Werfer war der Kieler Nikola Billig mit 12 Toren. Zudem setzte sich die SG Flensburg-Handewitt in eigener Halle mit 29:25 gegen Melsungen durch. In der Tabelle liegt Flensburg weiter ungeschlagen auf Platz 1. Dahinter folgen der THW Kiel und die Füchse Berlin. Die zweite Hälfte führt Frischauf Göppingen mit 4:4 Punkten an. Magdeburg ist Elfter.
Die Abstiegsränge belegen Melsungen, Barling und der noch punktlose Bergische HC. Die Saisonvorbereitung ist hart und für die meisten Handballer keine so richtig schöne Sache. Deswegen ist die Freude meistens groß, wenn die Liga startet. Bei den beiden Vereinen in unserem nächsten Beitrag wird der Blick auf den Saisonbeginn aber getrübt sein, denn es lief alles andere als gut. Es hätte deutlich besser laufen können für den Bergischen HC und die MT Melsungen. Der BHC nach 4 Spielen noch ohne Punkt. Melsungen musste 3 Niederlagen in den ersten 3 Partien einstecken. Das erste Spiel zu Hause gegen Coburg, das war von uns ganz schlecht. Sehr fahrlässig sind wir da mit der Situation umgegangen und haben das Spiel verloren. Und das hat Folgeerscheinungen gehabt zum nächsten Spiel bei der HG Erlangen, die natürlich auch HC Erlangen, die ganz eine ganz gute Mannschaft haben und da haben wir uns selber in die Bredouille gebracht. Die MT war nach Platz 4 in der letzten Saison mit großen Erwartungen in die neue Spielzeit gegangen. Für den Bergischen HC war von Anfang an klar, das Ziel ist der Klassenerhalt. Die Voraussetzungen dafür sind schwierig. Es ist ja nicht sehr einfach im Moment. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir noch keine Punkte geholt haben. Wir haben relativ viele verletzte Spieler. Der Kader dünnt sich irgendwie gerade immer ein bisschen mehr aus. Dementsprechend ist die Stimmung jetzt nicht überragend gut, aber wir haben ja eh keine andere Möglichkeit, außer im Training Gas zu geben, in den Spielen weiter Gas zu geben und dann schauen, dass wir das alles noch ins Positive drehen können. Und wir haben ja auch noch 30 Spieltage, die zu spielen sind. Das Auftaktprogramm der MT Melsungen, sicher kein Selbstläufer. Unter anderem 2 ambitionierte Aufsteiger und der deutsche Meister. Der trotzdem unerwartet schwache Start ist in den Köpfen und wird es auch bleiben. Das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis wir uns da unten wieder rausgekämpft haben. Aber darüber haben wir gesprochen. Im Moment haben wir noch viel Kraft dafür, ja, weil es Anfang der Saison ist. Aber wir werden die ganze Saison damit zu tun haben, uns da wieder rauszukämpfen. Wir haben wenig Puffer jetzt in nächster Zeit für ein Spiel auch mal zu verlieren. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt auch, wenn wir wieder komplett sind, versuchen, auch eine Serie zu starten. Beim BHC zählt in dieser Saison jeder Punkt. Bisher gab es davon keine, doch Trainer Sebastian Hinze ist überzeugt von seinem Team. Wir haben eine tolle Mannschaft, eine Mannschaft, die alles gibt, die zusammen für das Ziel arbeitet und kämpft in jedem Training, in jedem Spiel. Und jetzt geht es darum, dass wir ein Spiel über 60 Minuten durchbekommen, dass wir die Dinge, die neu sind, gut umsetzen und vor allen Dingen, dass wir uns von Rückschlägen nicht so schnell umkriegen lassen. Wie gesagt, das große Problem ist sicherlich im Moment die personelle Lage. Auch daran werden wir arbeiten, es werden Spieler zurückkommen und dann müssen wir das mitnehmen, was ich gerade angesprochen habe. Es bleibt genug Zeit, denn die Saison ist noch in den Kinderschuhen. Also kann es nur heißen, aufstehen, Mund abputzen und weitermachen. Genau so ist es. Es liegt noch eine lange Saison vor uns und es bleibt sicherlich spannend in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir gehen zum Topspiel der zweiten Handball-Bundesliga. Zumindest sah es nach der Tabelle des dritten Spieltags so aus. Der zweite gegen den dritten, die SG BBM Bietigheim gegen den VfL Bad Schwartau. Ob das Spiel auf der Platte hielt, was es auf dem Papier versprach, wir schauen rein. Es wurde nicht das knappe Topspiel, das die Tabellensituation versprach. Von Beginn an hatte Bietigheim gegen Bad Schwartau die Nase deutlich vorn. Christian Schäfer, Torschützenkönig der Vorsaison mit dem 5:1 nach 8 Minuten. Wie es angefangen hatte, so ging es weiter und es kam noch dicker für Bad Schwartau. Erst die 7-Meter-Parade von Edvardsson und nach 17 Minuten fingen sich die Gäste das 11:4. Schlechter hätten sie nicht in die Partie starten können. Beim Halbzeitpfiff hatte nur Bietigheim etwas zu lachen. 17:9 nach 30 Minuten. Die SG BBM dachte gar nicht daran, einen Gang runterzufahren. Die größte Tordifferenz der Partie stellte Patrick Rentschler beim 24:12 her. Es drohte eine deutliche Klatsche für Bad Schwartau zu werden. Ein wenig Ergebniskosmetik gelang dann aber doch noch. Die Gäste kamen nochmal auf 6 Tore heran. 28:22 das Endergebnis. In der Tabelle steht Bietigheim jetzt mit 8:0 Punkten auf Platz 2, davor Ludwigshafen-Friesenheim punktgleich. Bad Schwartau fällt zurück auf Rang 5. Die zweite Hälfte der Tabelle führt der letztjährige Erstligist THSV Eisenach an. Am Ende der Rangliste befindet sich ohne Punktgewinn der Wilhelmshavener HV. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffentlich viele spannende Handballspiele. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis bald.
Auch der Herbst, der hat so seine schönen Seiten. Und das konnten wir hier in Nienhagen, hier an der Ostsee, wirklich am Wochenende erleben und genießen. Wie es in den nächsten 3 Tagen mit dem Wetter weitergeht, hier unsere Wettervorschau. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch ist der Himmel überwiegend stark bewölkt und örtlich fällt etwas Niederschlag. Bei mäßigem und starkböigem Westwind steigt die Temperatur auf 20 bis 23 Grad. Gebietsweise kommt es zu Windböen bis 60 km/h. In der Nacht zum Donnerstag zieht die kompakte Wolkendecke ostwärts ab. Allerdings werden vermehrt Schleierwolken vorüberziehen. Es bleibt durchweg trocken. Bei mäßigem Wind aus südwestlichen Richtungen sinkt die Temperatur auf 15 bis 13 Grad. Am Donnerstag wird überwiegend freundliches Wetter erwartet. Vorüberziehende Schleierwolken trüben den Sonnenschein nur geringfügig. Es bleibt weitgehend trocken. Bei mäßigem und erneut böigem Südwestwind steigt die Temperatur auf 23 bis 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst gering bewölkt. Im Nachtverlauf verdichtet sich jedoch die Bewölkung von Nordwesten her. Es bleibt allerdings die ganze Nacht durchweg trocken. Der südwestliche Wind weht weiterhin mäßig und böig. Dabei sinkt die Temperatur auf 15 bis 13 Grad. Am Freitag kann sich neben wolkigen Abschnitten auch mal die Sonne durchsetzen. Vereinzelt kann es zu Niederschlag kommen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 22 Grad. Wie sich das Wetter am Wochenende gestaltet, das sagen wir Ihnen in unserer aktuellen Sendung am Freitagabend. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend. Ja, ich verabschiede mich von Ihnen hier aus Nienhagen, begrüße Sie dann am Freitag wieder aus unserem Burgenlandkreis. Bis dahin haben Sie eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut.